Du musst enorm sorgfältig mit dem Wasser umgehen, weil der Körper zu 72% aus Wasser besteht und es ein enormes Erinnerungsvermögen hat. Unmittelbar nachdem es aus dem Wasserhahn kommt, wenn du es nimmst und es gleich trinkst, wird es wie Gift in deinem System wirken. Die Luft wird allein durch die Klänge und die Intentionen und die Emotionen beeinflusst. Hole dir jeden Tag etwas Sonne auf deinen Körper, denn Sonnenlicht ist noch immer rein. Also, ich habe gehört, du sagtest, 70% unseres Körpers sei Wasser und wenn wir das energetisierte Wasser trinken, können wir wirklich auf Körper und Geist Einfluss nehmen. Stimmt das mit der Luft, mit dem Essen, das wir einnehmen? Weil wir in der Stadt mit der verschmutzten Luft und den klimatisierten Räumen in unseren Unternehmen leben müssen, könntest du also bitte den Buddha-Shuddhi-Prozess erklären und näher ausführen? Wenn du deinem Unternehmen sagst, ich bin bereit, ohne die Klimaanlage zu arbeiten, werden sie sich darüber sehr freuen. Es würde ihnen eine Menge Geld sparen. Nicht wahr? Und es wäre in so vielerlei Hinsicht gut für dich, aber... Aber jetzt ist die Stadt in einem solchen Zustand, in dem, wenn du ein Fenster öffnest, keine Brise kommt, Rauch kommt, Gestank kommt, Staub kommt. Also, es ist gut, praktisch. Aber du musst nicht 24 Stunden hier sitzen, nur für die Arbeit. Du kannst, wann immer du kannst, spazieren gehen und trotzdem sind 72% Wasser, 12% Erde, nur 6% sind Luft. In diesen 6% Luft ist Luft nicht immer unbedingt in der Atemluft. Von diesen 6% Luft, die hier sind, atmest du nur weniger als 1% ein. Der Rest ist einfach da. Bei manchen Menschen ist es im Gehirn konzentriert. Aber ansonsten gibt es in jeder Zelle im Körper Luft. Also wenn du von Luft sprichst, ist es nicht nur die Atmung. 6% der Luft sind in jeder Zelle deines Körpers. Entfernt man sie einfach ein bisschen aus dem Gehirn, wird es gut sein. Es ist gut, wenn es in deinen Lungen, im Herz, in den Muskeln ist. Sie funktionieren besser, wenn Sauerstoff vorhanden ist, weißt du? Weißt du das? Falls du unter Sauerstoffentzug leidest, werden die Muskeln steif, weil sie Luft brauchen, sonst funktioniert es nicht. Der Wasseranteil beträgt also 72%. Man sollte also dem Wasser maximale Beachtung schenken, denn es sind 72%. Wenn du zu einer Prüfung gehst, nehmen wir an, es ist so, sagen wir, du gehst zu einer Physikprüfung. Du hast Wasser, Erde, dies, das. Aber nur für das Thema Wasser gibt es 72 Punkte. Natürlich verbringst du mehr Zeit damit, über Wasser zu lesen, nicht wahr? Wasser zu studieren, ja oder nein? Die Luft ist nur 6%. Die brauchst du nicht zu studieren. Weil du mit 94 okay bist. Wasser musst du studieren, weil es 72% ist. Du musst enorm sorgfältig mit dem Wasser umgehen, weil es 72% ausmacht und ein immenses Gedächtnis hat. Wenn ich dieses Wasser öffne, auch ohne es zu öffnen, wenn ich etwas zu diesem Wasser sage, erinnert es sich daran. In dieser Richtung gab es viele Experimente. Wenn du also das Wasser von wo auch immer das Wasserwerk ist, entnimmst und es in dein Haus pumpst, sagen wir, es ging durch 50 Windungen, mit einer gewissen Kraft gepumpt, was natürlich geschieht und du wohnst in der Wohnung im 12. Stock, also weiter nach oben getrieben. Nun heißt es, wenn es durch 50 Rohrwindungen geht, sind etwa 60% des Wassers giftig geworden. Unmittelbar nachdem es aus dem Wasserhahn kommt, wenn du es nimmst und sofort trinkst,
wirkt es als Gift in deinem System. Wenn du es nimmst und eine Zeit lang hältst, wird es sich wieder selbst reinigen, weil die Vergiftung nicht chemisch, sondern molekular ist. Es finden molekulare Veränderungen statt, keine chemischen Veränderungen. Das ist, warum deine Großmutter traditionsgemäß immer zu dir sagte, du musst immer das Wasser sammeln, es über Nacht in deinem Haus in einem ordentlich gereinigten Gefäß mit Vibhuti und Kumkum und eine Blume darauf aufbewahren. Ja oder nein? Traditionelle Haushalte. Erst morgen früh trinkst du es, nicht unmittelbar, nachdem es in dein Haus kommt. Du trinkst es nicht, weil es alle möglichen Erinnerungen in sich trägt. In den ganz traditionsbewussten Haushalten machen die Menschen jeden Tag Puja für den Wassertopf. Ja? Und du trinkst das Wasser nie gleich, wenn es kommt. Du lässt es stehen, gibst ihm genug Zeit, sich von jeglichem Unsinn, den es angesammelt hat, zu lösen, damit es für dich geeignet ist, wenn du es trinkst. Auf das Wasser musst du achten, denn es ist 72%. Es ist mehr, es ist erstklassig, weißt du? Mehr als nur eine gute Note. Die nächste Sache ist Nahrung, weil das die Erde ist. 12%, immer noch beachtlich, nicht wahr? Wie also Nahrung in dich gelangt, aus wessen Händen sie zu dir kommt, wie du sie isst, wie du an sie herangehst, all diese Dinge sind wichtig. Dann kommt deine Luft. 6%. In diesen 6%, nur 1% oder weniger, ist dein Atem. Der Rest geschieht auf so viele andere Arten. Und es ist vor allem dann wichtig, wenn du Kinder hast. Mindestens einmal im Monat nimm sie irgendwohin mit, nicht ins verdammte Kino, wo sie wieder den Unsinn von allen einatmen. Die Luft wird beeinflusst nur durch die Töne und die Absichten und die Emotionen, durch all den Müll, der auf der Leinwand passiert und all den Müll, der sich in den Köpfen der Menschen widerspiegelt. Von Gewalt, von Sex, von Gier, von diesem und jenem, der die begrenzte Luft in diesem Saal in einer ungeheuren Weise beeinflusst. Also anstatt sie ins Kino mitzunehmen, nimm sie mit zum Fluss. Bring ihnen das Schwimmen bei. Klettere auf einen Berg. Wo ist der Berg, Sadhguru? Himalaya ist so weit weg. Selbst ein kleiner Hügel ist ein Berg für deinen Jungen, ja? Selbst ein kleiner Felsen. Klettere doch einfach und sitze auf einem davon. Die Kinder werden es unheimlich genießen. Sie werden fit werden. Du wirst fit werden. Und vor allem werden dein Körper und dein Geist anders funktionieren. Und vor allem stehst du in Kontakt mit der Schöpfung des Schöpfers, was das Wichtigste ist. Nicht dein eigener Unsinn, den du gemacht hast. Ja, es ist komfortabel im Moment, aber es ist nicht alles. Anstatt ins Restaurant zu gehen, statt ins Kino zu gehen, anstatt irgendwo anders hinzugehen, mindestens einmal im Monat ist das für dich also kostenlos. Es kostet nichts, du kannst deinen Reis und Avocado mitnehmen und dort essen gehen, du hast es sowieso. Du musst dafür kein Geld ausgeben. Sogar noch besser, wenn du nicht einmal für den Bus oder das Auto Geld ausgeben willst, ihr alle radelt. Gerade mal 3 Kilometer, 5 Kilometer außerhalb von Hyderabad, sitze auf einem Stein, verbringe einfach Zeit dort. Spüre die Sonne. Es ist sehr wichtig, dass du etwas Sonne, Luft, gutes Wasser bekommst. Kehre zurück, du machst Buddha Shuddhi auf eine sehr natürliche Art und Weise. Es ist nicht die ultimative Art von Buddha Shuddhi, aber du praktizierst ein wenig Buddha Shuddhi, das, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn du dich um Nahrung, Wasser und Luft kümmerst, sie ist ja nicht immer in deiner Hand, weil du in einer Stadt lebst, aber um Wasser und Nahrung kannst du dich kümmern. Und was für ein Feuer in dir brennt, das kannst du auch in die Hand nehmen. Das Sonnenlicht ist noch nicht unrein geworden, oder? Hole dir bitte jeden Tag etwas Sonnenlicht. Hole dir jeden Tag etwas Sonne auf deinen Körper, denn Sonnenlicht ist immer noch rein, nicht wahr? Zum Glück kann es niemand kontaminieren. Und was für eine Art Feuer brennt in dir? Ist es das Feuer der Gier, das Feuer des Hasses, das Feuer des Grolls, das Feuer der Wut, das Feuer der Liebe, das Feuer des Mitgefühls?
Was für ein Feuer brennt in dir? Darum kümmerst du dich, denn dann machst du dir keine Sorgen um dein körperliches und geistiges Wohlbefinden. Dafür ist gesorgt.